wenn ich dir jetzt hier was zeige, so, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. So, was denkst du dabei? Ja, so? Natürlich. Das Kona is calling und zwar schon die letzten Wochen. Ja. Ich kann es schon hören. Der Polyfocus liegt seit Juli auf Hawaii und es wird immer näher und von daher auch immer lauter. Okay. Ich habe das auch jetzt gerade dir gezeigt, weil ich habe in deinem Blog gelesen, dass du dir auch gerade so in deiner Wohnung so ganz viele Post-its überall ranklebst. Und überall, dass du so quasi täglich dir daran erinnerst, so, dass da was Großes kommt. So. Bist du da sehr stark so in dem Visualisierungsding, dass du dir das so sehr stark ausmalst? So was kommt da auf dich zu? Ja, absolut. Also es muss ja nicht nur der Körper trainiert werden, sondern auch der Kopf. Und Teil davon ist, wie gesagt, Visualisierung. Und deshalb hängt da in meiner Wohnung das ein oder andere Bild und die Motivationssprüche, um sozusagen täglich sein Bestes zu geben, um für dieses Ziel zu arbeiten. Und von daher ist es eigentlich ein ganz, ganz gutes Tool, das ich da immer einsetze. Okay. Arbeitest du da mit einem Mentaltrainer zusammen, dass du das so ausgearbeitet habt? Oder ist es einfach für dich so, dass du sagst, ich bin so ein Visualisierungstyp und ich kann mir das alles ausmalen, das hilft mir so ein bisschen, mich da reinzudenken, so, oder? Ja, also ich arbeite seit 3 Jahren mit einem Mentaltrainer zusammen und sehe da auch sehr großes Potenzial, das wirklich viele Athleten gar nicht nutzen. Aber gerade bei einem Ironman, wo man einfach viele Stunden unterwegs ist und durch tiefe Täler geht, ist es wirklich so, dass man da auch den Kopf fit halten muss und trainieren muss. Und von daher nutze ich dieses Tool, um das Maximale zu geben. Und dafür braucht es, wie gesagt, nicht nur Körper, sondern auch Kopf. Ja, das stimmt, ja. Zeitsprung jetzt hier und jetzt. Was ist das jetzt nochmal für dich, ein letzter Formtest vor Kona? Musst du nochmal irgendwo hin, nochmal ein Trainingslager, einen kurzen Block einschieben oder zu Hause? Wie machst du das? Genau, also es ist im Prinzip mein letztes Rennen, also mein letzter Formtest, um das sozusagen, für die Generalprobe. Und dann geht es nochmal 2 Wochen nach Fuerteventura in die Hitze. Und nochmal ein sehr, sehr hartes Trainingslager auch. Also da wird jetzt nochmal, da muss ich nochmal richtig ran, da wird nochmal richtig gefeilt. Und dann geht es von der Sonne in die Sonne. Das heißt, mehr oder weniger mit einem kurzen Zwischenstopp mit Koffer packen zu Hause dann nach Hawaii. Also noch schon mal vorfühlen, so mit der Hitze, dass du dich schon ein bisschen akklimatisierst so. Ja, definitiv. Also hier kommt man jetzt ja doch schon so ein bisschen in den Herbstmodus. Ja. Und das merken wir Athleten auch. Also die Tage werden kürzer, es wird kälter, es ist einfach unangenehm draußen. Und es kommen jetzt noch viele lange und harte Sachen. Und das alles auf der Rolle zu machen, wäre jetzt für mich keine Option. Und Fuerteventura hat sehr ähnliche Bedingungen wie Hawaii. Es ist nur nicht so schwül, aber es ist sehr windig und sehr warm. Und das nutze ich einfach nochmal aus, um mich sehr gut dann vorzubereiten. Cool. Du bist jetzt in Salamsee Zweite geworden. Ich habe gelesen, da gab es so ein kleines Malheur mit dem Helm. Jetzt ist ja die wichtigste Frage, hast du den schon ein Upgrade wieder besorgen können oder gibt es einen neuen Helm jetzt? Ja, definitiv. Ja. Also das war ein bisschen schade, dass da das Unwetter meinen Helm kaputt gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, wir sind Profiathleten und dann geht es halt mit einem anderen Helm, wobei aerodynamisch das schon sehr viel ausmacht. Mhm. Aber ich habe jetzt auch nochmal einen Aerotest gemacht und habe jetzt am Sonntag, glaube ich, die richtige Melone auf dem Kopf. Okay, in einem Satz, was hast du dir für Sonntag vorgenommen? Meine eigenen Erwartungen erfüllen und die sind sehr hoch. Deshalb wird es nicht so ganz einfach, aber... ich versuche dabei auch noch ein bisschen dabei Spaß zu haben und wenn ich beides schaffe, dann strahle ich im Ziel. Also viel Spaß. Danke.